Schönen guten Nachmittag. Wir haben in Systeme über Topologie gesprochen und müssen hier noch ein paar Dinge zur physikalischen Topologie fertig machen. Gell? Und zwar, ja, wir haben hier einiges Kabelgebundenes gesehen, aber was uns noch fehlt, ist diese Zelltopologie. Gell? Ja, was ist denn die Zelltopologie? Gell? Also bei der Zelltopologie meint man vor allem drahtlose Netze, gell? Also Wireless-Lösungen. Also das kann sein WLAN, gell, im Gebäude oder Wi-Fi außerhalb des Gebäudes, also bestimmte Abdeckung, gell? Oder auch Mobilfunkbereich. Gell? Also wir sprechen hier also eigentlich hier nicht über Mobilfunk, sondern über Netze. Gell? Aber im Mobilfunk funktioniert es ganz ähnlich. Ja, wie schaut denn das aus? Gell? Wie macht man das? Gell? Das ist das, was wir eigentlich von zu Hause kennen. Man hat dann meistens eine Basisstation, gell? Und sagt, es ist ein Access Point, gell? Aber Wireless Access Point, sagt man. Okay. Und dieser Access Point, der ja, ist sehr häufig integriert, gell, also in einem Gerät, das wir einfach als Router bezeichnen, aber in Wirklichkeit ist das ein bisschen ein hybrides Gerät, das uns einen, ja, ins Netz des Providers einwählt, gell, hat also ein Modem integriert, hat meistens einen Switch integriert, weil wir da einfach ein paar LAN-Kabel dann anstecken können, so typischerweise vier, gell, hat einen Access Point integriert, gell. Und ist ganz nebenbei dann auch noch ein Router, gell? Also ja, und da laufen vielleicht noch andere Dienste drauf, also zum Beispiel DHCP, gell? Oder vielleicht auch ein Name-Server und, gell? Also wir können auf diesem Gerät, das wir vielleicht 50 Euro bezahlen, sehr viel laufen lassen, gell? Unter anderem ist es dann auch die Basisstation für unsere Zelle, gell? Ja, das ist doch einfachste Fall, weil wenn wir also eine Basisstation haben und damit dann unser Netz betreiben können, gell? Also das da geht häufig recht gut, wenn wir ein solches Netz betreiben wollen, gell? Und wir haben dort drinnen unsere Basisstation, dann passt es, gell? Natürlich ist optimal, wenn eben diese Basisstation irgendwo in der Mitte ist, gell? Also die Realität schaut oft etwas anders aus. Die Basisstation ist dort, wo das Telefon dann früher mal war, gell? Also vielleicht auch im Eingangsbereich der Wohnung zum Beispiel und am anderen Ende, gell? Da schaut es dann schlimm aus mit dem Netz, gell? Was macht man dann, gell? Ja, dann wir haben ja schon über, ja, über Netze und die Klassifizierung gesprochen und da haben wir im LAN gesagt, gell, im LAN, da gibt es so Range Extender, gell, das heißt, wir könnten da dann eine Verbindung bis zu einem bestimmten Punkt machen und dort einen weiteren Access Point betreiben. Das wäre eine Lösung. Gell. Und ja, oder das macht man zu Hause vielleicht, gell? Da fährt man also von einem Ende der Wohnung ins andere, entweder mit Kabel oder auch eben mit Powerlan. Oder etwas anderes, wenn wir nicht unsere Wohnung mit WLAN versorgen wollen, sondern zum Beispiel ein Hotel oder die Schule, dann geht es nicht mit einem Access Point, da braucht man eben mehr. Gell? Also wenn wir ein kleineres Hotel haben, dann braucht man vielleicht in jedem Stock ein paar, zwei, drei. Gell? Und wenn das eben größer wird, dann braucht es mehr. Gell? Also in der Schule, da haben sie eine Vermessung gemacht, da haben sie ausgerechnet, gell, dass wir an die 60 Stück brauchen, um in der Schule eine gute Abdeckung zu erreichen. Also das heißt, dass man also überall, wo dann ja, Schule stattfindet, dann auch Abdeckung hat. Also nicht im Keller oder so, gell? Also dort, wo das Magazin im Keller ist oder so, wo die alten Bänke gelagert werden, dort haben wir dann keine Abdeckung. Das ist dann nicht mehr in den Zelten. Ja, wie macht man das? Hat man dann ja, für jede Klasse einen Access Point mit einem Passwort oder so, gell? Also na, das macht man dann etwas anders, gell? Da spricht man dann von so, ja, Mesh-WLAN, gell? Also Mesh-WLAN hat man also so viele Access Points, die sich gegenseitig kennen, gell? Die dann eben die eingewählten
ja, Geräte dann auch weitergeben können und, gell? Also das ist eigentlich eine tolle Sache, gell? Also dass man da sich irgendwo bewegen kann, gell? Und ja, und sich da eigentlich durchbewegen kann und der sagt dann immer, ah ja, ich kenne dich schon noch, gell? Okay. Ja, das sind eben solche Geräte, die das da können, gell? Das sind also nicht die Geräte, die wir zu Hause haben und die für 50 Euro dann Router, Access Points, Switch, Modem und was weiß ich noch was alles können, gell? Das sind Geräte, die kosten dann schon ein bisschen mehr, gell? Also da haben wir dann nicht eine Wolke im Haus, sondern dann haben wir dann vielleicht viele Wolken. Und diese Wolken, die decken dann eben ein ganzes Hotel zum Beispiel ab, gell? Okay, also das ist eine solche Lösung, gell? Also viele Zellen. Jo, also da sind wir bei der Zelltopologie und da haben Sie ein paar Vorteile aufgezählt, gell? Und ja, und Sie sagen, man braucht keine Kabel, gell? Also keine Kabel, das ist jetzt echt ein großer Vorteil, weil wenn ich da, ja, denkt mal, gell, also ihr wollt das Internet, gell, und ja, und da sagt die Mama, ja, was braucht man denn? Sagt sie, so, ah, wir müssen Kabel verlegen in der Wohnung. Sagt die Mama, nein, 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 gell. Also der Maurer kommt mir nicht ins Haus, gell, okay? Also, ja, also oft ermöglicht diese Zelltopologie ohne Kabel die Installation eines Netzes, ohne dass man da Dinge kaputt machen muss, gell, oder da Kabel verlegen und das wird dann teuer und ja, und niemand ist dann glücklich oder so, gell. Okay, dann sagt man, ja, stell dir einen Access Point auf oder ein Gerät, wo ein Access Point integriert ist und habe dann eine Zelle und da kann ich dann einsteigen, gell. Also das da ist ein sehr, sehr großer Vorteil, gerade im privaten Bereich. Hat es dann auch dazu geführt, dass das mit dem, ja, mit dem Netz zu Hause wirklich dann sehr, sehr schnell gekommen ist, gell? Also auch ohne große Hürde dann. Ja, dann steht da, es gibt kein Problem, wenn ein Endgerät ausfällt, gell? Ja, das stimmt, gell? Also wenn der Computer nicht geht, dann hat der Computer ein Problem, aber nicht das Netz, gell? Okay, es ist immer gemeint, das Netz hat dann kein Problem, gell? Was könnten dann noch Vorteile sein, die hier nicht aufgezählt werden? Also ein Vorteil, der unbedingt hineingehört, man kann sich in der Zelle frei bewegen. Gell? Also man muss also da nicht ja, an einem Ort da sitzen mit dem Tablet und arbeiten. Gell? Nein, man kann sich in der ganzen Wohnung frei bewegen. Gell? Also überall dort, wo die Zelle hinreicht, kann man sich frei bewegen. Gell? Da gibt es auch solche, die haben eine Zelle, die reicht bis auf den Balkon. Die sitzen dann auf dem Balkon und genießen dort die Sonne. Gell? Also auch wenn wir da Corona-Zeiten haben, gell, das genießen sie dann trotzdem auf dem Balkon. Und wenn sie dann Zelle haben noch dort, gell, ja, dann sind sie sogar noch im Netz. Gell? Ja, das ist eine tolle Sache. Gell? Ja, und ja, was haben wir denn noch? Ja, es kostet auch weniger, also das sollte man dann schon aufzählen, gell? Also wenn wir sagen, ein Access Point, der kostet da ein paar Dutzend Euro vielleicht, gell? Also und ein Kabel, also ein Kabel alleine ohne Installation in der Mauer, ein Kabel alleine kostet ja auch schon vielleicht 5 Euro oder etwas mehr, je nachdem wie lang er ist, gell? Und das insgesamt ist eigentlich die Zelltopologie und diese Realisierung über WLAN einfach günstig, gell? Jo, kommen wir zu den Nachteilen, gell? Also es ist störanfällig, heißt, gell? Und die Reichweite ist begrenzt, gell? Ja, das hängt jetzt ein bisschen davon ab. Also störanfällig, ja, der Kabel, der ist schon störsicherer, gell, das auf jeden Fall. Und störanfällig im Sinn, dass wenn jemand da so ein, ja, eine andere elektromagnetische Quelle da irgendwo hinbringt, gell, da haben wir schon ein Problem. Und wenn sich ein Nachbar, gell, mit seinem schlecht konfigurierten Access Point daneben uns setzt, da können wir auch ein Problem haben, gell. Also im Kondominium haben wir sowieso oft ein Problem,
wenn wir da viele Geräte in der Nachbarschaft haben und viele Netze mit Zelltopologie, weil die überschneiden sich dann, gell, und da haben wir schon diese Möglichkeit, verschiedene Channels zu haben, gell, und ja, und heute haben wir auch einmal eben das 2,4 GHz-Bereich da und dann haben wir das Band um die 5 GHz. Das hilft schon sehr, gell, also gerade eben das mit 5 GHz, das macht schon viel, viel besser, weil aber es kann eben trotzdem zu Störungen kommen, gell? Also da muss man dann eben Channels untersuchen und schauen, dass man sich da nicht trifft und ja, und wenn man sich trifft, dass man da nicht so irgendwie halb überlappt, gell? Und so, das ist schon so ein Problem, gell? Ja, dann die begrenzte Reichweite. Ja, das mit der Reichweite, das kann positiv oder auch negativ sein, gell? Weil im Prinzip ist da ja jetzt der nächste Punkt, der mit hineinkommt, und zwar, dass das unsicher ist, dass man das da mithören kann. Ja. Wäre die Reichweite nur so kurz, dass man nur in der Wohnung, gell, und nicht außerhalb der Wohnung, die unsere Zelle haben, gell, dass also die Zelle mit der Wohnungsgrenze übereinstimmt, dann hätten wir, ja, das wäre eigentlich korrekt, das passt dann, gell. Aber die Realität ist dann, dass wir halt oft etwas darüber hinausgehen. Und wichtig dabei ist, dass man dann eben so Protokolle verwenden, gell? Und das ist alles dann eben verschlüsseln da, gell? Also da dieses WPA2, gell? Oder ja, vielleicht auch WPA3 inzwischen, gell? Also da muss man eben schauen, gell? Und auf keinen Fall irgendwelche alten Geräte, gell? Die dieses WPA2 nicht unterstützen, gell? Weil dann, ja, da kann sich jemand freuen dann, gell? Der macht dann einfach mit im Netz, ohne dass wir es merken, weil der braucht nicht in unsere Wohnung kommen. Gell? Das reicht, wenn er da unterm Balkon sitzt und schon steigt er rein. Gell? Also diese Verschlüsselung, die muss passen nachher. Gell? Gell? Weil wenn der was anstellt, ja, wer ist denn dann schuld? Ihr seid schuld, weil das war in eurem Netz, das war nicht der. Gell? Okay? Ja, da muss man halt aufpassen. Gell? Also das ist nicht gut. Gell? Also da. Also diese Zelltopologie, gell, das ist auch eine Gefahr, wenn wir so wollen. Gell. Also wenn jemand davon Angst hat, gell, ja, dann ist vielleicht besser, er macht keine Zelltopologie, sondern er arbeitet kabelgebunden, weil kabelgebunden, da kann er zumindest mal diese Sorge ausschließen. Weil einen Kabel abhören, das ist nicht einfach. Gell. Also da geht schon jemand dann eher auf die Verbindung, die nach außen geht, gell, und nicht auf den Kabel, der bei uns in der Wohnung liegt. Gell. Ja. Und dann noch von der Reichweite, gell, dass die nicht gut genug ist, das hängt ein bisschen davon ab. Gell. Also für sehr viele Situationen in einer Wohnung reicht es schon. Gell. Wenn wir hingegen nicht in einer Wohnung leben oder in einem Büro auf einer Etage, sondern das ist dann eben vielleicht über 2 Etagen, dann haben wir oft schon ein Problem. Gell? Weil wenn wir da eine Decke haben, die eben so eine, ja, Betondecke mit Eisen drin oder so, die ist eben ganz toll, gell? Da geht dann wenig Netz durch. Das ist dann nicht gut. Wenn wir hingegen eine Decke haben, die so ein bisschen Holz und halt noch so ein bisschen, ja, Gipskarton oder sowas da, gell, dann kann man vielleicht schon durch nachher, gell, also das wäre dann auch eine Möglichkeit, gell. Wenn das Haus zu groß wird oder wenn das Büro über mehrere Stockwerke geht, gell, dann reicht die Reichweite oft nicht und dann müssen wir eben Sachen machen wie so Range Extender, gell, oder eben solches Mesh WLAN, gell, damit wir da auch überall dann Abdeckung haben, gell. Und ja, das ist so. Was ist denn dann noch ein Nachteil, der hier nicht aufgezählt wird? Ja, denkst mal jetzt die ganze Diskussion um 5G, gell? Also ein Nachteil ist, dass wir da, um ein, ja, ein solches Netz betreiben zu können mit Zelltopologie, da braucht man elektromagnetische Wellen, gell? Und ein Thema ist die Gesundheit. Und zwar sind sich da nicht alle einig, dass das ganz bedenkenlos ist, gell? Also das, ja, und ja, was soll man dazu sagen, gell? Also es gibt schon Grenzwerte, die eingehalten werden, gell? Also da diese 20 Volt pro Meter, gell? Also das ist da diese internationale Empfehlung, gell? In Italien haben wir die Grenze von 6 Volt pro Meter, gell? Also wesentlich schwächer als diese internationale Empfehlung. Und
Ja, und dann hängt es natürlich davon ab, wie nah wir da dran sind, gell? Also wenn wir auf einem Computer drauf sitzen, gell, und da haben wir drunter diese Wireless-Antenne, dann ist vielleicht nicht gut, gell? Aber wenn wir da schon ein Stück weg sind, gell, und ja, der Laptop hat es vielleicht irgendwo eingebaut dort vorne, gell, die Antenne, dann, ja, dann ist das ja schon über einen halben Meter weg, gell? Das ist da schon ein bisschen ein Unterschied. Und wenn wir da bedenken, wir sind da im Bereich von, ja, von 0,1 Watt oder 100 Milliwatt so als Leistung, gell, also in der Sendeleistung, weil dann das verglichen mit einer Sendeleistung eines Handygesprächs, wo wir da im Wattbereich sein können, gell, also das, und das ist dann am Kopf, gell, während das ist da vorne, gell, das ist dann schon eigentlich ein großer Unterschied. Aber natürlich gehört auch der Access Point, gell? Also niemand wird sich den Access Point da aufs Nachtkästchen stellen, gell? Also der sollte dann schon zumindest ein paar Meter von den Personen weg sein, gell? Ja, schlimm oder nicht schlimm, diese Sache, es ist sehr umstritten, gell? Also es gibt zum WLAN eigentlich nicht Studien, die das belegen, dass es belastet. Aber es ist sicher so, dass wenn eben dieses WLAN nicht direkt auf uns drauf ist, ist es besser. Gell? Also das ist auf jeden Fall so. Gell? Es gibt, und das stimmt auch, es gibt Personen, die sind empfindlich auf diese Sachen. Gell? Also das ist dann, für sie ist das absolut nicht gut. Gell? Also wenn da nicht alles ausgeschaltet ist, gell? Oder ja, und wenn der Nachbar auch noch da strahlt daneben oder so, weil das kann dann schon dazu führen, dass sie dann nicht gut schlafen, gell, oder ja, das ist halt gesundheitlich wirklich dann ein Problem für diese Personen, gell. Ja, was haben wir sonst noch, gell, als Nachteil? Ein Nachteil, der hier eigentlich nicht aufgezählt ist, das ist die Bandbreite, gell, also man hat beim kabelgebundenen Netz meistens eine bessere Bandbreite, gell? Jetzt kann man zwar sagen, ja, aber jetzt haben wir ja diesen, ja, 802.11ac Standard da oder so, oder der ist ja auch schon überholt, oder sind wir jetzt schon im Bereich von hunderte Megabit pro Sekunde, gell? Oder auch um ein Gigabit pro Sekunde herum, gell? Also da, ja, das ist schon toll, gell? Nur ist eben, bleibt das Problem, gell, dass wir eben diese elektromagnetischen Bereiche nicht nur für uns alleine haben, gell? Also wenn da jetzt mehrere Geräte im Netz sind, dann wird diese Bandbreite geteilt, gell? Also es ist nicht wie ein toller Switch, der was eben ja, eine gute Backbone-Leistung dann hat, gell? Und da können wir dann eben mit mehreren Kabeln parallel mit der ganzen Leistung des Kabels fahren, gell? Aber das geht bei WLAN nicht. Bei WLAN, da wird die Bandbreite, die wir in der Zelle haben, geteilt, gell? Und das ist ein großes Problem. Und zwar, wenn es, ja, ich sag mal, in der Schule da beim WLAN nur darum geht, dass wir ja, ins Internet gehen oder im Hotel, gell? Wenn wir im Hotel ins Internet gehen, da ist ja sowieso die Internetverbindung dann langsamer als alles rundherum, gell? Also ist das eigentlich doch nicht so das Problem. Aber wenn wir File-Server haben wollen und die Clients sollen auf die Dateien zugreifen, dann können wir ein Problem haben, gell? Also das stimmt. Ja, das sind so ein bisschen Vorteile und ein paar Nachteile, gell? Und das mit der Zelle, gell, ja, das ist etwas, was eigentlich so in unserem Erfahrungsschatz schon drinnen ist. Wer jetzt natürlich später mal solche WLANs installiert oder so, gell, also der muss da schon noch ein bisschen mehr dazu schauen. So, hybride Topologien. Ja, hybride Topologien haben wir, wenn wir mehrere Dinge zusammenhängen. Und eine haben wir eigentlich schon gesehen, gell, und zwar, wenn wir ja, Sterne zusammenhängen und einen Baum draus machen, gell, dann haben sie gesagt, nein, das sind nicht Sterne mit Sterne, gell. Sondern sie haben gesagt, das ist ein Baum, weil es einfach oft vorkommt, gell. Aber man kann eben Topologien miteinander verbinden, gell. Früher hat man oft ein neues Sternnetz und ein altes Busnetz, gell, also zusammengehängt, gell. Und ja, das gibt es heute, ja, wohl auch nicht mehr, weil heute haben wir Sterne oder Bäume, gell. Aber was wir oft haben, wir haben ein Netz,
das Kabel gebunden ist, entweder Stern oder Baum, gell? Und wir haben dann irgendwo ein WLAN auch, gell? Und da gehen wir wirklich dann eine Zelltopologie und eine Stern- oder Baumtopologie dann zu einer hybriden Topologie dann zusammenhängen, gell? Ja, das ist dann das, was wir eigentlich zur physikalischen Topologie noch sagen wollten, gell? Das nächste dann sind vielleicht ein paar Worte zur logischen Topologie, gell? Okay, bis zum nächsten Mal.